Moin Moin! Heute geht es hier ums Thema Kaffee. Wir haben ganz viele Fragen auf Instagram bekommen, wie wir denn unseren Kaffee zubereiten und noch ganz viele andere Fragen. Rund ums Thema Kaffee. Darum soll es heute gehen. Und vorher brühen wir uns aber erstmal einen auf und fangen dann an. Yay! Guter Kaffee fängt immer mit einer guten Mühle an. Und zwar ist das das A und O. Achso, man sieht Melli im Spiegel. Ich dachte gerade, da kommt schon der Nachbar, weil wir kriegen gleich Besuch. Wir versorgen hier mal das Camp mit Kaffee. Aber was ich sagen wollte ist, genau, die gute Mühle, damit fängt alles an. Und zwar ist nämlich für ein gutes Ergebnis der Mahlgrad sehr entscheidend. Ich habe euch mal was vorbereitet. Und zwar seht ihr ganz links den Mahlgrad, super fein. Den braucht man zum Beispiel für Espresso. Da sieht man, wenn sich so kleine Kügelchen bilden und man den Kaffee zusammenpressen kann, ist das ein richtiger Mahlgrad für Espresso. Und ganz rechts sehen wir halt einen relativ groben Mahlgrad. Den würden wir zum Beispiel eher für Cold Brew benutzen. Das bedeutet, je kürzer die Kontaktzeit mit dem Kaffee, also Wasser zu Kaffee, je kürzer da die Kontaktzeit ist, desto feiner der Mahlgrad. Kann man so als grobe Formel mal nehmen. Je länger die Kontaktzeit, desto gröber darf auch der Kaffee sein. Und ich habe jetzt hier einen mittelgroben Mahlgrad gewählt für die Chemex. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, wie man die Chemex zubereitet. Während ich male, erklärt euch Melli mal, wie man guten Kaffee findet. Ja, wie finde ich eigentlich guten Kaffee? Bei uns ist es sehr wichtig, dass wir halt Kaffee kaufen von Spezialitäten-Cafés. Und zwar suchen wir bei Google meistens nach Specialty-Coffees oder Röstereien. Und da wissen wir meistens, dass der Kaffee auch eher direkt gehandelt ist. Vor allen Dingen, wenn man auf den Verpackungen sehen kann, woher der Kaffee kommt. Manchmal sogar die Anbauhöhe aufgeschrieben. Oder wie der Kaffee zubereitet ist, ob er gewaschen ist oder getrocknet ist. Und dann natürlich ganz wichtig ist auch das Röstdatum, dass man weiß, wann der Kaffee geröstet worden ist. Genau, manchmal steht sogar direkt der Ort und der Bauer dahinter. Das ist natürlich nicht immer so der Fall, dann ist natürlich richtig cool. Aber da versuchen wir halt unseren Kaffee immer herzuholen und nicht aus dem Supermarkt, weil da sind immer viel zu wenig Informationen über guten Kaffee vorhanden. Man findet sogar auf Fuerteventura Spezialitätenkaffee. Manchmal auch nicht gleich bei Google, aber man kann auch mal einfach bei Cafés nochmal nachschauen. Und wenn man Glück hat, gibt es da auch dann guten Kaffee. Ja, viele fragen sich, wo liegt der Unterschied zwischen Arabica und Robusta Kaffee? Ja, Arabica Kaffee ist eher so die feine, elegante Bohne. Die ist auch viel anfälliger für Krankheiten, aber die ist auch viel milder im Geschmack. Die hat auch weniger Koffein, da hat man auch eher dann diese Geschmacksrichtung wie fruchtig oder halt mehr Säure enthalten. Robusta hingegen ist eher so die etwas schwerere, geröstete Bohne, die ist immer ein bisschen mehr bitter, so wie man sich eigentlich so einen italienischen Espresso oder einen italienischen Kaffee vorstellt. Ja, wenn ihr dann guten Kaffee gefunden habt, dann braucht ihr eigentlich nicht mehr viel, außer einer Mühle, gutem Wasser. Und halt auch eine Zubereitungsmethode. Wir trinken Kaffee sehr gerne aus der Chemex. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich all unser Equipment toll finde. Also wir nutzen das auch regelmäßig durch. Jede Zubereitungsmethode zaubert aus demselben Kaffee halt ein komplett anderes Ergebnis. Also es kann sein, dass der in der Chemex wunderbar fruchtig und süß schmeckt. Und in der Aeropress kriegt er dann aber noch so eine Karamellnote dazu. Ist faszinierend. Und ja, wir achten halt auch sehr darauf, dass wir gutes Wasser haben. Deswegen haben wir gefiltertes Wasser und dass das Wasser beim Aufgießen die richtige Temperatur hat. Dafür haben wir hier so ein Thermometer und können dann genau sehen, wann das Wasser die richtige Temperatur hat. Für uns ist das so zwischen 88 und 93 Grad. Damit brühen wir unseren Filterkaffee auf. Und Standardrezept bei der Chemex ist 40 Gramm Kaffee. Mittelgrob gemahlen auf 600 Milliliter Wasser. So fangen wir eigentlich immer an, wenn wir einen neuen Kaffee ausprobieren. Aktuell haben wir einen Kaffee aus La Palma da, den wir uns hier regional gekauft haben. Und wenn wir dann den ersten Kaffee getrunken haben, dann gucken wir, ob der Kaffee ein bisschen zu leicht schmeckt oder ein bisschen zu bitter schmeckt. Und je nachdem passen wir dann die Temperatur an. Also wenn der Kaffee zu bitter ist, gehen wir mit der Temperatur runter. Oder wenn er uns zu leicht schmeckt, erhöhen wir ein bisschen das Kaffeemehl, also gehen von 40 Gramm auf 41, 42 Gramm oder wir mahlen einfach ein bisschen feiner. So, ich schaue beim Aufgießen immer, dass ich nur das Kaffeemehl bedecke, also niemals auf den Filter gieße. Jetzt haben wir hier gerade 30 Gramm Kaffee drin und dann gieße ich auf maximal die doppelte Menge auf und warte dann 30 Sekunden. Diese Phase nennt sich Blooming-Phase.
denn wir sehen, wie sich hier das CO2 aus dem Kaffee löst. Es bilden sich kleine Blasen und in dieser Phase entfalten sich die Aromen aus dem Kaffee. So, danach gieße ich ganz langsam, nach den 30 Sekunden, man kann auch 45 Sekunden warten, gieße ich ganz langsam auf, bis ich 200 Gramm erreicht habe. Und dann gibt es verschiedene Brühmethoden. Manchmal lasse ich das ein bisschen absinken. Heute lasse ich jetzt einfach mal immer wieder stetig Wasser reinlaufen. Ungefähr in dem Fluss, wie es unten auch wieder rausläuft. Das heißt, ich halte den Wasserlevel oder das Wasserlevel. Und wir haben jetzt hier 30 Gramm drin. Wir nutzen ungefähr 7,5 Gramm pro 100 Milliliter. Und das heißt, wir brühen jetzt hier auf 400 Milliliter auf. Und eine Chemex darf durchlaufen in 3 bis 5 Minuten. Schmeckt der Kaffee zu säuerlich, ist er zu schnell durchgelaufen? Schmeckt er zu bitter, ist er zu langsam durchgelaufen? Es gibt viele Parameter, die ihr dann beeinflussen könnt. Wir werden, by the way, in den nächsten Wochen ein E-Book und auch Online-Kurse zum Thema Barista und Kaffee rausbringen. Und da werdet ihr ganz viele tiefe, interessante Details zum Thema Kaffee erfahren. Denn heute so auf der Menükarte? Nein, nicht schon wieder. Wer hat ein Déjà-vu zum letzten Video? Ein Kaffee bitte. Ja, wir wollen euch auf jeden Fall ermutigen, immer zu experimentieren, weil das ist das, was Kaffee eigentlich so ausmacht. Jetzt kam auch die Frage auf, woher kommt Kaffee eigentlich? Und zwar gibt es den berühmten Kaffeegürtel, der ist um den Äquator herum. Und deswegen kommt halt ganz viel Kaffee aus so Anbauländern wie Brasilien ist Anbauland Nummer 1, aber auch aus Äthiopien. Es gibt Kaffee in Burundi, es gibt Kaffee in Kenia, es gibt Kaffee in Malaysia, es gibt Kaffee teilweise auch ganz viel in Indonesien. Es gibt sogar auch Gran Canaria Kaffee. Ja, genau. Hier haben wir auch auf einer Kaffeeplantage mal eine kleine Tour gehabt, war sehr interessant. Also wir können euch da einfach nur den Tipp immer wieder geben, kauft guten Kaffee, probiert euch aus. Wenn ihr Hilfe braucht, schreibt uns gerne an oder kauft euch in einigen Wochen unser E-Book. Das wird euch sicherlich gut weiterhelfen, weil da werden sehr viele Informationen drin sein, was wir hier in ein YouTube-Video alles gar nicht reinkriegen können. Wie lange beschäftigen wir uns schon mit dem Thema Kaffee? Das mache ich jetzt schon seit fast 10 Jahren. Bin da eigentlich eher reingerutscht. Ich wollte immer mein eigenes Café haben, aber eher so als Bar gedacht. Und dann habe ich mal in einem Café angefangen. Und habe dann gemerkt, wie viel Spaß Kaffee eigentlich macht und wie komplex und faszinierend die Zubereitung eines guten Kaffees ist. David hat mich dann damit angesteckt, nach so vielen Jahren, dass er mich mit Kaffee immer zugetextet hat. Ja, ging nicht anders. dass ich dann auch gedacht habe, arbeite ich auch mal im Kaffee und probiere das mal aus und das hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht. Was ist der Unterschied zwischen einer V60? Und einer Chemex. Im Endeffekt sind beide sehr, sehr ähnlich. Also beide sind Filterkaffees. Und bei der V60 geht man einfach davon aus, dass man das für 1 bis 2 Personen macht. Also in so eine V60 kommen ungefähr 16 Gramm Kaffee, 18 Gramm Kaffee hinein. Und in eine Chemex kann man Kaffee für mehrere Personen zubereiten. Da bereite ich teilweise Kaffee für 4 Leute zu. Und dann kriegt jeder so ein schönes Glas. Und genau, das ist eigentlich der Unterschied im Groben. Ja, der andere Unterschied ist natürlich dadurch, wenn man noch ein bisschen nerdiger werden möchte, dass dadurch, dass wir ein größeres Kaffeebeet haben, der Kaffee anders extrahiert wird. Aber das sind schon so Nuancen und so, die schmecken dann auch wirklich nicht alle Menschen raus. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir sicher wäre, ob ich das rausschmecken würde. Sind wir zufrieden mit der Aeropress? Bist du zufrieden damit? Ja, also ich finde es okay, aber irgendwie ist trotzdem mein Favorite die Chemex oder sogar manchmal die French Press. Yes, French Press finde ich auch ziemlich nice. Mit der Aeropress bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen, wobei es da so viele Möglichkeiten gibt, dass mich das fast schon überfordert. Also es gibt so viele Möglichkeiten, das zuzubereiten. Habe jetzt aber ein gutes Rezept gefunden für mich und muss das aber noch optimieren. Es gibt bei der Aeropress, was mich da so fasziniert, ist, dass es quasi wie ein Filterkaffee ist, der aber trotzdem durchgedrückt wird. Und diese Kombination ist einzigartig. Und des Weiteren lässt sich das auch sehr, sehr leicht reinigen. Also man hat am Ende einen festen, ausgedrückten Kaffeepuck, den man einfach in die Tonne hauen kann. Und das ist auch bei der Chemex aber auch gut, dass man die halt einfach das in dem Filter wegschmeißen kann. Bei einer French Press im Van ist es dann doch immer ein bisschen umständlicher, die sauber zu machen, weil unten der ganze Kaffee da noch hängt und den muss man erstmal rauskriegen. Ja, genau. Ja,
wenn der Kaffee auch kälter wird, schmeckt er auch anders. Jetzt kommt so eine leichte Süße raus und das können wir euch auch als Empfehlung mitgeben. Trinkt den Kaffee nicht zu heiß, denn je heißer ein Kaffee ist, desto mehr Bitterstoffe enthält er. Wenn der Kaffee abkühlt und sehr bitter ist, dann ist es einfach kein guter Kaffee. Wenn der Kaffee allerdings kalt wird oder kälter wird und nicht mehr bitter schmeckt, sondern vielleicht eine leichte Süße entwickelt, dann ist das ein guter Kaffee und dann seid ihr auf einem guten Weg. Ich habe euch mal unser Equipment auch mal aufgenommen und wir haben unterschiedliche Filtervarianten da, von der Keymax über die V60 bis hin auch zur French Press, die auch so eine Art Filterkaffee darstellt, also diese Stempelkanne. Wir haben auch Equipment dabei, mit dem wir auf Druck Espresso ähnlichen Kaffee herstellen können. Am nächsten kommt da der Nano Espresso dran. Mit dem kann man, wenn man die richtigen Bohnen und den richtigen Mahlgrad wählt, schöne Creme erstellen. Funktioniert dann auch sehr schön, um Latte Art zum Beispiel zu machen. Wir haben den klassischen Espresso-Kocher. Der funktioniert auch wunderbar. Kommt aber allerdings nur so auf maximal vielleicht 1,5 Bar. Da kriegt man keine gute Creme hin. Also ein Espresso aus einem Siebträger, wie er in der Bar erstellt wird, hat durchschnittlich 8 bis 9 Bar Druck. Und dann kommen natürlich diese ganzen Kaffeeöle auch schön mit raus, die wir hier in dem Van nicht so kreieren können. Dann haben wir auch noch einen Milchaufschäumer dabei von Bellmann. Da kriegen wir auch ganz viele Nachrichten auf Instagram, woher der Milchaufschäumer ist. Ja. Also da sind wir sehr zufrieden. Linken wir dann hier auch? Auf jeden Fall. Also ohne den geht gar nichts mehr. Und, ja, das ist schon richtig gut, damit Cappuccino oder eine schöne Milch aufzuschäumen, auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch. Und dann haben wir auch noch das Milchkännchen dabei, zum Beispiel eine Waage. Das ist essentiell wichtig. Ihr könnt ja darauf achten, ihr müsst euch nicht immer das teuerste Equipment holen, aber was ihr auf jeden Fall braucht, ist eine Waage, ist eine gute Mühle und ist dann halt einfach, zum Beispiel ihr fangt mit einer Keymax oder mit einer V60 an, Kaffee und Kaffeefilter. Gutes Wasser, achtet darauf, dass es nicht zu sehr kalkhaltig ist, achtet darauf, dass es nicht zu chlorhaltig ist oder wo auch immer ihr seid. Guckt, dass ihr gutes Wasser holt, vielleicht gibt es bei euch aus der Wasserleitung. In Wolfsburg zum Beispiel haben wir richtig schönes, gutes Wasser. In Schweden hatten wir auch richtig viel gutes Wasser. Sobald wir dann nach Polen gegangen sind, war das Wasser wieder anders, war viel kalkhaltiger. Derselbe Kaffee hat ganz anders geschmeckt, denn ein Kaffee besteht zu über 98% halt einfach aus Wasser. Und ja. Ich freue mich auf eure Kommentare unter dem Video oder wir freuen uns darüber. Ja, wir beenden das Ganze mal hier, weil es könnte ja noch Stunden weitergehen. Also ich könnte mich die ganze Woche nur über Kaffee unterhalten. Ich glaube, das machen wir dann ein anderes Mal, wie gesagt, wenn wir unser E-Book irgendwann mal auf den Markt bringen. Ja. Etwas klarer und verständlicher. Genau, aber eine Frage möchte ich noch beantworten oder zumindest mal anreißen. Warum schmecken manche Sorten nach Kakao, nach Datteln oder Mango? Das war auch noch eine Frage. Mhm. Möchte ich noch beantworten. Vielen Dank für die Frage. Und zwar ist das bei Kaffee ähnlich wie bei Wein. Je nachdem, wo der Kaffee angebaut wird, entwickeln sich unterschiedliche Aromen. Es gibt auch unterschiedliche Kaffeebohnen, also Sorten, ähnlich wie auch bei Wein. Da gibt es auch ein Chardonnay oder es gibt ein Merlot. Und diese Trauben entwickeln je nach Boden unterschiedlichen Geschmack. Und bei Kaffee ist das eben genauso, weil Kaffee ist eine Frucht. Kommt der Kaffee aus Afrika, aus Äthiopien, aus Jägerscheffe, aus dieser Parzelle, wo ein lehmartiger Boden herrscht und dann wird diese Bohne angebaut, mein Gott, entwickelt er halt einen kakaoartigen, dattelartigen oder karamellartigen Geschmack. Und auch vielleicht der Prozess, ob die getrocknet ist oder gewaschen ist. Genau, das kommt dann im Nachhinein. Also wenn die Geschmäcker in der Kaffeebohne drin sind, ist auch der Nachbearbeitungsprozess sehr, sehr wichtig. Also was passiert mit der Bohne danach, was du gerade gesagt hast? Wird es in der Sonne getrocknet oder wird es gewaschen? Bleibt die Frucht an der Kaffeebohne oder eben nicht? Das beeinflusst auch sehr stark den Prozess. Da gehen wir auch nochmal näher im E-Book drauf ein. Aber das kommt dahin. Also es ist nicht nachträglich hinzugefügt worden. In der Röstung zum Beispiel, das gibt es zwar auch, aber das machen ganz wenige. Wenn da steht, der Kaffee schmeckt nach Mango, Himbeer und Datteln, dann riecht man das und schmeckt das so leicht danach. Dann okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr werdet immer guten Kaffee trinken. Möge guter Kaffee mit euch sein. In diesem Sinne, cheers, bis zum nächsten Mal. Oh.